Noch immer große Anteilnahme am Ort des Geschehens am Alexanderplatz. Nachdem ein 19-Jähriger verhaftet und nun in Untersuchungshaft gesteckt worden ist, gestern nun ein weiterer Durchbruch bei den Ermittlungen. Gestern haben sich zwei weitere Personen gestellt im Beisein ihrer Rechtsanwälte, haben umfangreiche, teilgeständige Angaben gemacht. Die werden heute vorgeführt zum Erlass von Haftbefehlen. In einem Fall wird die Staatsanwaltschaft Körperverletzung mit Todesfolge beantragen und im anderen Fall wird voraussichtlich ein Haftbefehl nur wegen gefährlicher Körperverletzung beantragt werden. Zwei weitere Tatverdächtige sind in Haft. Drei weitere werden also nun noch gesucht. Einer davon soll sich sogar in die Türkei abgesetzt haben. Inwieweit das nun hier die treibende Kraft war, muss man sehen. Wem kann was nachgewiesen werden, das wird schwierig sein. Das Problem bei dem Fall ist ja, dass wir alle Tatbeteiligten haben, aber es jetzt um die Frage des Kerngeschehens geht. Das heißt, darum geht, wer hat was konkret gemacht? Wem kann man was konkret nachweisen bei der Tat? Gerade deshalb sucht die Polizei auch weiterhin Zeugen der schrecklichen Tat. Natürlich kann das immer helfen, wenn insbesondere unabhängige Zeugen was sagen können dazu, wer nun was konkret bei dieser Tat gemacht hat. Am Sonntag wird Johnny Carr beigesetzt. Auch die Öffentlichkeit soll Abschied nehmen dürfen. Dass die schreckliche Tat noch vor der Beerdigung aufgeklärt werden kann, ist wohl unwahrscheinlich. Doch die Ermittler arbeiten daran, auch wenn sie nur das dem Opfer schuldig sein können.